Umdeutung. So nennt sich die nächste Technik. Umdeuten. Wir wissen natürlich aus Erfahrung, und das habt ihr vielleicht doch schon das ein oder andere Mal gehört, als man euch sagte, sag mal, musst du alles umdeuten? Also, Klammer auf, zu deinem Gunsten uminterpretieren. Und du antwortetest, klar, ich bin Verkäufer. Ja, denn anderenfalls hätte ich ja die Gabe, alles, was positiv ist, ins Negative zu ziehen. Ja, oder das Negative weiter zu verstärken. Aber was bringt uns beide oder Menschen insgesamt im Leben weiter? Die Antwort auf die Frage, worin in der Katastrophe oder im vermeintlichen Risiko liegt eigentlich die Chance oder das Gute oder der Nutzen? Ich mache hier 2, 3 Beispiele. Und zwar Klaus-Peter. Du leidest an einer schweren Krankheit. Oder nicht? Nein. Oder hattest oder littest. Ich litt. Du leitetest eine schwere Krankheit. Ich littete, genau. Du littetest. Wofür? Wer mag mal richtig schwer krank werden? Bitte. Hand hoch. Oh, keiner. Wofür könnte nun eine schwere Krankheit eigentlich gut sein? Darüber, dass man hinterher einige Dinge im Leben ganz anders aus einem völlig neuen Blickwinkel betrachtet. Was bedeutet das? Die Werte, die wir vorgestern angesprochen haben, haben sich bei mir erheblich verlagert. Wie hat das dein Leben nach der Krankheit verändert, beeinflusst? Viel bewusster zu leben, ja. Und mehr auf die ethischen Werte als auf die... Achtung, wer möchte von euch bewusster leben? Hand hoch. Wer möchte mehr Ethik in seinem Leben, in sein Leben integrieren? Siehst du, alle Arme hoch. Das heißt, wir könnten jetzt locker ein paar Krebskrankheiten verkaufen. Schließlich gibt es anschließend was Gutes. Ein besseres, glückliches, bewussteres Leben. Ja, so ein paar hätten wir noch im Angebot. Gut, ja. Jetzt haben wir den Vorteil als Verkäufer. Wir müssen ja, unsere Produkte sind ja nicht vergleichbar mit der Krankheit Krebs, sondern die bringen ja was. Und zwar schon früher, von Beginn an, ohne krank zu werden. Sondern Gesündere werden noch gesünder. Sportlichere Menschen werden noch sportlichere, noch sportlicher. Schnelle Menschen werden noch schneller. Einverstanden? Schlanke Menschen werden noch schlanker. Nein, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Nein, das Glück eines Menschen ist im Wesentlichen, wird im Wesentlichen und natürlich auch ist im Wesentlichen dadurch bestimmt, ob er die Gabe hat, in der Katastrophe in der Lage zu sein, positiv zu denken. Doch wie machen wir das? Der Trick ist einfach. Ihr macht genau das, was ich in der Regel mache. Es ist manchmal nicht ganz einfach. Aber es hilft, im entscheidenden Moment einen klareren Kopf zu bekommen, ein positives Gefühl und damit Ressourcen wach zu kitzeln und dass dich das Problem oder der vermeintliche Hinderungsgrund nicht niederringt oder unter Kontrolle nimmt, nicht versklavt, nicht blockiert. Das ist sowas wie Coaching, wie Selbstcoaching. Und diese Frage stammt aus dem Coaching. Das ist eine Technik, die in der Kurzzeittherapie ihren festen Platz hat. Ich will aber nicht über meine Probleme reden. Ja, wofür könnte es eigentlich gut sein, mal über die Probleme zu sprechen? Könnte mir mal die Wut aus dem Bauch quatschen. Sehen Sie? Ist es nicht toll, die Probleme mal anzuschauen? Ganz einfach dargestellt. Im Verkauf nennen wir das einfach, den Kunden in eine völlig andere Richtung zu drehen, seinen Standpunkt 180 Grad zu ändern. Wie funktioniert diese Technik? Wir stellen eine Frage und schicken den Kunden damit auf die Suche nach dem Guten darin. Jeder Kunde kann diese Dinge finden, weil für alle Probleme liegen die Lösungen bereits in jedem